Hallo und herzlich willkommen. Ich bin der Technik-Bogi und heute geht es um ein Unboxing. Ja, was werden wir denn hier unboxen? Es ist ein Ankermann Office PC. Wenn du dich jetzt fragst, Ankermann noch nie gehört, muss ich euch sagen, ich habe nach einem PC gesucht für einen Freund und vorher kannte ich Ankermann auch nicht. Also Ankermann ist wohl recht großer Markt mit zusammengebauten Systemen. Also ich gehe davon aus, dass hier Standardkomponenten verbaut werden, die aber ganz gut sind, wenn ihr sie später mal erweitern wollt, beziehungsweise wenn mal ein Defekt vorliegt, ist immer ein Vorteil, einen normalen PC zu haben, wie ihr ihn euch aus Einzelteilen selber kaufen und zusammenbauen könntet, nur dass ihr halt jetzt hier schon das zusammengebaute und vorinstallierte System erhaltet. Ich muss dazu sagen, wenn ihr jetzt fragt, oh, hat Ankermann da irgendwas gesponsert? Nein, ich bekomme kein Geld dafür, dass ich dieses Video mache. Die Hardware ist ganz normal gekauft worden bei Amazon. Einen Link zu diesem PC findet ihr unten in der Beschreibung. Ist es ein Affiliate-Link? Das bedeutet, er kostet euch bei einem Kauf, solltet ihr euch für das Gerät entscheiden, kostet euch keinen Cent mehr. Ich erhalte aber von Amazon eine kleine Provision und ihr unterstützt damit meinen Kanal, dass ich mir halt ein bisschen hier Hardware und so weiter für Streaming und für meine YouTube-Videos kaufen kann. Ja, und von daher schon mal Dankeschön. Was gibt es sonst zu sagen? Die Frage ist erstmal, was haben wir denn hier drin? Warum ist die Entscheidung auf diesen Rechner gefallen? Und was erwartet dich sonst noch in diesem Video? Wir werden hingehen, wir werden den Karton öffnen, wir schauen uns das Innenleben an, wir werden über das Innenleben sprechen, ich werde eine Installation machen und wir werden nachher ein Fazit ziehen. Aber jetzt wirst du erstmal grundlegend wahrscheinlich dich fragen, was ist denn hier überhaupt verbaut? Wovon reden wir hier denn überhaupt? Was bekommen wir hier denn für 479 Euro aktuell angeboten? Was befindet sich im Innern? Weil das ist die große Frage. Jetzt ist es so, als Laie schaut man drauf und sagt, da stehen alle Informationen, die ich brauche. Ich als Profi sage, nö, da stehen nicht diese Informationen, die ich brauche, weil es ist sehr vage gehalten. Der Hersteller, ohne ihm jetzt zu nahe treten zu wollen, hält sich wahrscheinlich die Option offen, dass später, wenn andere Mainboards nachgekauft werden und das gleiche Modell wieder auf den Markt gebracht wird, auch andere Mainboards verbaut werden können etc. Wenn er genau reinschreiben würde, es ist dies und jenes Mainboard drin, dann könnte man ihn drauf festnageln, weil genau dies eingebaut ist. Aber wie gesagt, wir wissen über viele Daten hier gar nicht Bescheid und deswegen verrate ich euch mal einen kleinen Geheimtipp. Ja, das ist das Schöne. Deswegen habt ihr einen Onkel Bogi, beziehungsweise den Technik-Bogi. Der schaut da nämlich ins Innere rein und erzählt euch alles darüber. Ja? Aber wir können ja schon mal über diese Punkte reden, die wir hier sehen, beziehungsweise die unten gelistet sind. Also nicht in der Beschreibung von mir, von meinem Video, sondern in dem Link zu Amazon. Und zwar haben wir hier im Innern einen i5-Prozessor, einen Vierkerner, einen 6400. Das bedeutet, es ist ein Sockel 1151, also sprich schon ein bisschen betagterer Sockel. Die CPU ist erschienen Mitte, Ende 2015, also schon eine Weile am Markt, aber alt bedeutet nicht schlecht. Es ist auf jeden Fall eine grundsolide CPU, die mit 4x2,7 GHz arbeitet und sogar einen Boost-Modus hat mit bis zu 4x3,3 GHz. Was wissen wir noch? Wir haben 16 GB Arbeitsspeicher, DDR4 2666. Jetzt kann man sagen, okay, wenn man nach DDR4 Speicher schaut, die meisten, die angeboten werden, sind 3200 MHz Module. Aber Hand aufs Herz, wir sind jetzt hier bei einem nicht Gaming-PC, sondern einem Office-PC. Und der Unterschied zwischen 2666 zu 3200 MHz mag erstmal groß erscheinen, ist nur im messbaren Bereich. Gefühlt würde ich mal sagen, merkt ihr da keinen Unterschied. Was jetzt vielleicht für mich eher interessant wäre, haben wir hier 2x8 GB Module, das heißt, damit wir im Dual-Channel-Betrieb arbeiten, haben wir hier ein Modul, haben wir die Erweiterbarkeit auf ein weiteres Modul, beziehungsweise bei 2 haben wir hier die Möglichkeit vom Mainboard auf 2 weitere Module, aber ganz ehrlich, 16 GB ist auf jeden Fall eine grundsolide Basis für einen Office-PC und beim Spiele-PC würde ich dann eher in Richtung 32 GB gehen, aber wie gesagt, wir haben hier einen PC für unter 500 Euro. Das heißt, wir haben hier keinen 2000 Euro Spiele-PC, wo man dann auch mal 32 GB erwarten könnte. Was haben wir denn noch? Wir haben eine 480 GB SSD fürs Betriebssystem. Auch da bin ich gespannt. Ich glaube nicht, dass wir eine Samsung Evo vorfinden. Vielleicht haben wir Glück und wir haben eine Crucial oder sowas drin, weil das ist auch mal die Frage, was da verbaut wird. Wir haben eine Datenfestplatte, die auch nicht näher beziffert wird. Also sie wird genannt mit einer Größe von 1 Terabyte. Mal gucken, ob es eine WD-Platte ist, vielleicht eine WD Blue oder sowas oder eine WD Green. Ich weiß es nicht. Wir lassen uns überraschen, weil alles andere wäre ein Blick in die Glaskugel. Wir haben eine zusätzliche Grafikkarte, was ich sehr nett finde, weil wir haben ja hier auf der CPU selber ist ja schon ein Intel-Chipsatz für Grafikprozessoreinheit. Das heißt, wir bräuchten eigentlich nur vom Mainboard her Anschlüsse für Grafikkarten, also beziehungsweise nur Anschlüsse für Bildschirm. Aber eine zusätzliche Grafikkarte bedeutet auch in der Regel, dass man mehr Anschlussmöglichkeiten hat. Und das Schöne ist hier zum Beispiel, wir haben auf der Grafikkarte selbst haben wir VGA, HDMI und DVI. Das heißt, ihr habt ein viel breiteres Spektrum
an Anschlussmöglichkeiten für Bildschirme. Wenn ihr zum Beispiel zu Hause noch ältere Bildschirme stehen habt und die da anschließen wollt, sollte es gar kein Problem darstellen. Außer ihr hättet jetzt nur DisplayPort, aber auch da könnte man mit einem Adapter arbeiten. Und das Schöne ist bei der Grafikkarte, man liest jetzt GeForce-Karte. Und GeForce-Karte, denkt man immer so, wow, GeForce-Karten sind voll die krassen Grafikkarten für Spiele und sowas. Das kann ich mit dem Office-PC auch richtig abgehen bei Spielen. Wir haben hier, es ist eine ganz kleine GeForce-Karte, weil da auch da gibt es Unterschiede. Und zwar haben wir hier eine 730. In der Regel sind das passive Grafikkarten, die ohne extra Stromanschluss auskommen, weil über den internen PCI Express Steckplatz 16-fach könnt ihr sowieso 85 Watt Leistung einspeisen in eine Grafikkarte und von daher, diese Grafikkarten hier brauchen nicht viel Watt Leistung und in der Regel kommen sie ohne zusätzlichen Stromanschluss aus, aber auch das werden wir sehen. Was das Schöne ist, sie ist passiv gekühlt vermutlich und das heißt, wir haben hier einen weiteren Störpunkt von der Geräusch Faktor eher weniger. Bei der CPU tippe ich mal drauf, dass ein Boxkühler drauf ist. Das ist jetzt nicht irgendwie ein teurerer zusätzlicher Kühler, weil sowas immer auch das Preissegment anhebt. Aber auch da ist natürlich immer die Möglichkeit, dass man sowas selber erweitern kann, sollte die mitgelieferte Kühlung zu laut sein. In der Regel ist das nicht der Fall. Ich finde, die Boxkühler sind gar nicht mal so schlecht. Also zumindest sind sie besser als ihr Ruf. Dann haben wir einen DVD-Brenner verbaut. Ist ganz nett, wenn man zum Beispiel nochmal ältere CDs einlegen möchte oder ihr habt irgendeine Software-Branchenlösung etc. Und bevor ihr euch dann ein externes Laufwerk kaufen müsst, habe ich übrigens auch mal ein Video zu gemacht, könnt ihr euch mal unten anschauen oder kann ich euch oben mal verlinken, könnt ihr hingehen und hier natürlich direkt das DVD-Laufwerk nutzen. Wie man sieht, wir haben ein Standard-ATX-Gehäuse, das heißt, innen drin die Komponenten sollten dem ATX-Formfaktor entsprechen. Das bedeutet, ihr könntet sogar später hingehen, wenn ihr sagt, ich will Festplatte, Grafikkarte, alles behalten, nur irgendwann mal ein besseres Mainboard reinmachen, besseres Netzteil und sowas, ist dies in der Regel auch gar kein Problem. Wegen Anschlussmöglichkeiten vorne werden wir uns, glaube ich, unterhalten, wenn ich das Ganze ausgepackt habe, weil dann sehen wir es auch gleich besser wegen den USB 3.0 Anschlüssen etc. Als kleinen Gimmick haben wir hier nochmal eine WLAN-Karte drin. Ist immer vom Vorteil, wenn der Rechner nicht gerade neben dem Router steht oder ihr nicht die ganze Wohnung mit Kabeln oder mit Devolo-Adaptern euch volllegen wollt, dann habt ihr die Möglichkeit, das Ganze auch per WLAN anzusteuern. Was ich hingegen eine bisschen Frechheit finde, unter dem Windows 11 Logo, Windows 11 übrigens absolut in Ordnung, ja. Aber unter dem Windows 11 Logo sehen wir eine Information LibreOffice. Es wird etwas suggeriert, so von wegen, guck mal, du kriegst sogar ein Office mitgeliefert. Leute, LibreOffice ist ein kostenloses Office, es ist kein Microsoft Office. In der Regel hat man normalerweise ja so ein Office 365 für ein Jahr Nutzbarkeit. Danach muss man dann das Abo verlängern und muss dann Geld bezahlen. Aber nein, wir haben hier ein kostenloses Office installiert. Könnte man natürlich auch hingehen, eine Liste mit, das ganze System mit Freeware zu knallen, also mit kostenloser Software und eine riesen Liste hinmachen. Guck mal, das ist alles in Software dabei, ist ein super Deal. Nein, bei sowas lasst euch da nicht täuschen. LibreOffice ist kostenlos. Und wir haben Windows 11, aber wir wissen nicht im Windows 11 in welcher Version. Haben wir dann Home, haben wir ein Professional. Wir müssen einfach mal reinschauen, welche Windows 11 Version denn installiert ist. So, jetzt haben wir alles geschaut, was wir an Informationen haben. Ich würde sagen, jetzt gucken wir uns das Ganze mal von innen an. So, was hatten wir im Inneren gehabt beim Unboxing? Habt ihr es vielleicht schon gesehen? Wir haben einen Kaltgerätestecker, also sprich ein normales Kabel fürs Netzteil. Da werden wir nachher gucken, ob es auch gut sitzt, weil viele Kabel sind oft so wackelig und die führen dann zu so einem richtigen Geknister hinten am Computer. Das wollen wir natürlich nicht. Dann haben wir hier, wir wissen auch, dass die WLAN-Karte von TP-Link ist, ja, mit 300 Megabit. Hier im Karton vermute ich mal, dass die Antennen drin sind, genau, weil hinten an der Rückseite sind die Anschlüsse für die Antennen. Die Antennen sind dort aber noch nicht aufgesteckt. Ich gehe davon aus, dass dies einfach für den Transport geschehen ist, damit hinten nicht die Karte ausreißt. Ich vermute, deswegen ist auch schon direkt hier dieses Infozettel mit dabei, hier bitte Antennen anschließen. Aber ist auch klar. Was schön ist, wir haben einen Beipackzettel. Mal gucken, ob die Kamera fokussiert. Die will heute irgendwie nicht so richtig. Oh doch, jetzt macht es, ne? Gut. Jetzt muss ich aber selber mal lesen. Also, wir haben jetzt an Überraschungen eigentlich erstmal oben CPU, ist ja nicht Überraschung. Aber wir haben hier beim Mainboard ein Fujitsu Esprimo Mainboard. Das ist eine Überraschung, weil da hätte ich jetzt wirklich irgendwie Elite Group, Asus, MSI, Gigabyte etc. irgendwie mitgerechnet. Und wir haben ja ein Mainboard, das für einen Fujitsu PC Esprimo vorgesehen ist. Das ist schon interessant. Mal gucken, wenn wir reinschauen,
Was wir da auf dem Mainboard vorfinden, Vorteil ist, die Fujitsu Mainboards haben in der Regel ganz gute Steckermöglichkeiten, aber das muss man mal sehen. Da hätte ich jetzt ein anderes Mainboard vorgezogen. Die Grafikkarte ist von Asus, sie ist Silent, also sie wird passiv gekühlt sein. Erfreulich ist, dass der Arbeitsspeicher von Crucial bzw. G-Skill ist. Die SSD wird namentlich nicht genannt, der Hersteller. Bei der Festplatte 1 TB 7200 Umdrehungen. Das heißt, es ist eine schnelle Festplatte, keine 5600er. Markenfestplatte 3,5 Zoll. DVD-Writer ist ein Asus. Netzteil intern verbaut im System Silent. Gut, ich gehe davon aus, dass es dann, ja gut, Silent, ich glaube nicht, dass es wirklich Silent ist. Ich kann mir vorstellen, dass es ein Netzteil mit einem Waagrechner statt dem kleinen Lüfter, dass wir einen 12er Lüfter vielleicht drin haben. Die sind in der Regel halt leiser, weil sie größer sind und dadurch mit einer Umdrehung mehr Luft wegbekommen als ein kleiner und dadurch auch langsamer laufen können. Das Gehäuse ist ein Artis Elite U8, kenne ich jetzt nicht. CPU-Cooler Silent. Da bin ich wirklich gespannt, ob es nicht doch der Box ist, der da verbaut ist. Erfreulich ist beim Windows 11 64-Bit Professional installiert. Das ist schon mal schön, dass wir hier keine 64-Bit Home Edition haben, sondern direkt die Professional, die uns ein paar mehr Features mitbringt. Libre OpenOffice hier unten, das lassen wir mal weg und werden wir nicht näher erläutern, weil Leute, es ist kostenlos. Was haben wir hier vorne an, oder was sehen wir hier direkt auf dem ersten Eindruck, beziehungsweise die ersten optischen Sachen, die wir sehen? Hier oben ist mal Fingerabdruck. Gut, wir haben hier einen DVD-Brenner. Wir haben hier einen Multicard-Reader für diverse Karten, was ganz schön ist. Wir haben hier zweimal USB 3.0, zweimal USB 2.0. Wir haben zwei Klinkenstecker für Kopfhörer und Mikrofon. Sprich, wenn ihr ein Headset habt, das nicht per USB an den Computer angeschlossen wird, sondern über den herkömmlichen Weg, 3,5 mm Klinke, könnt ihr es hier anschließen. Wir haben einen Powerschalter und ja, Powerschalter ist wichtig. Wenn du jetzt denkst, das ist jetzt eine Verarschungsaussage von mir, nein, ist es nicht. Und zwar, er ist sehr leichtgängig. Und das ist wichtig, weil ein leichtgängiger Einschalter, es gab zum Beispiel auch schon Medion-PCs und so weiter, wo die sich verkantet haben. Da hat man den Knopf gedrückt, dann bleibt er drin, dann geht der Computer wieder aus und so weiter. Also von daher, leichtgängige Schalter, große, die man im Dunkeln unterm Tisch findet und so weiter, ist immer für Onkel Bogi ein Like auf jeden Fall. Was direkt negativ auffällt, Leute, wo ist der Reset-Button? Wir haben keinen Reset-Button vorne am Gehäuse. Finde ich ein bisschen schade. In der Regel verzichtet man meistens auf den Reset. Also man braucht den Reset-Button echt selten, weil man kann den Computer ja über einen leichten Klick in den normalen Runterfahren-Modus bringen, beziehungsweise eben gedrückt halten, er dann auch dann natürlich hart ausgeschaltet wird. Von daher könnt ihr auch den Computer dadurch ausschalten und wieder anschalten. Ersetzt quasi den Reset. Aber schöner wäre es natürlich, wenn wir einen Reset-Button hätten. Dafür kommt aber was Positives auf der Rückseite. Da hätte ich ja gar nicht mit gerechnet, weil laut Herstellerbeschreibung, also beziehungsweise mit Herstellerbeschreibung meine ich jetzt immer das, was in dem Kaufartikel drin steht, sind ein paar Anschlüsse, die dort nicht genannt sind. Dort, wir haben ja die extra Grafikkarte, also sprich mit VGA, DVI und HDMI. Und was erfreulich ist, ich habe ja euch vorhin schon erwähnt, dass der Prozessor, der i5-6400, ja auch einen Grafikprozessor mitbringt und wir haben dafür auf dem Mainboard sogar Anschlussmöglichkeiten. Laut der Beschreibung auf der Webseite waren diese hier nicht vorhanden. Also von daher ist es schön, dass wir hier nochmal ein DVI haben und hier neben haben wir sogar, sage und schreibe, zweimal DisplayPort. Genial, also wir haben alles, was wir an Anschlüssen brauchen, außer USB-C haben wir natürlich nicht, aber braucht man hier im Normalfall auch nicht, weil wenn ihr, je nachdem, was ihr an Bildschirmen anschließt, solltet ihr da gar keine Probleme bekommen. So, Netzteil, gehen wir doch mal direkt hin und schauen mal nach, wie es hier ausschaut. Okay, ein super sitzender Stecker und unterschätzt sowas nicht, ja, weil wenn die Stecker zu leicht sitzen, dann habt ihr so ein Geknister und das Geknister, was ihr hört, ist der vom Strom, ja, also von daher habe ich immer bei sowas ein ungutes Gefühl und von daher, manche sparen einfach am falschen Ende, also Hersteller, indem sie einfach so ein billig Stromkabel dazulegen. Scheint hier nicht der Fall zu sein, also von daher schon mal gut, auch mit einer Zugentlastung zum Rausziehen aus der Steckdose neben, alles schön. Was haben wir ansonsten noch? Wir haben einen Seriell-Port hier hinten noch. Wir haben an der Grafikkarte, wie gesagt, die drei Anschlüsse. Wir haben hier unten die beiden Schraubanschlüsse für die WLAN-Antennen. Wir haben hier unten zweimal USB 3.0, hier zweimal USB 3.0, USB 2.0. Das heißt, wir haben hier eine Rückseite nochmal 6 USB-Anschlüsse plus die 4 an der Front haben wir 10 USB-Anschlüsse. Was sehr erfreulich ist, dass wir hier nicht, das war auch wieder auf der Seite genannt, dass man hier einen zusammengefassten Stecker hat. Es gibt PS2-Anschlüsse für Tastatur und Maus.
Mittlerweile schließt man in der Regel alles per USB an, aber es gibt das Ganze auch als PS2. Und dann gibt es einen kombinierten Stecker, der ist dann halb grün, halb rosa. Dort könnt ihr dann einen USB-Adapter auf 2x PS2 könnt ihr hier direkt anschließen. Wir haben hier nebendran den Netzwerkstecker, wenn ihr nicht über WLAN geht, sondern halt direkt euch über das Netzwerkkabel anschließen wollt. Und hier unten nochmal die beiden Klinkenstecker, die auch auf der Vorderseite sind. So, jetzt würde ich sagen, wir haben hier hinten noch Schrauben, die uns das Aufschrauben erleichtern, ohne Schraubenzieher. Sage ich jetzt gerade noch so. Und natürlich sind sie richtig angezogen. Ja, die untere nicht. Also, Onkel Bogi ist nur halb schwach, weil ich habe jetzt hier oben eine habe ich lösen können. Und warte mal, das muss doch aufgehen. Okay, ich hole meinen Schraubenzieher. Aber dann gucken wir auch mal ins Innere rein. Also von daher, ich bin gespannt. So, jetzt haben wir das gute Stück geöffnet. Und ich muss sagen, einige Überraschungen. Das Fujitsu Mainboard hat ein spezielles Netzteil. Finde ich grundsätzlich, mal gucken, man sieht es gerade hier nicht so richtig. Ich muss jetzt mal die Kamera drehen. Genau, es ist ein sehr kleines Netzteil mit 250 Watt. Reicht für diesen PC natürlich aus und wie gesagt, andere Grafikkarten und so weiter ist es ja nicht dafür vorgesehen, dass wir hier noch weitere Grafikkarten reinpacken. Aber was ich zum Beispiel sagen muss, es sind trotzdem auch durchaus positive Aspekte hier drin. Wir haben ja hier vom Mainboard her dann eine Weiterleitung an die Stromkabel und weil oben, es gibt auch immer diesen Fragen und Antworten Bereich bei den Amazon-Artikeln und da stand zum Beispiel drin, Erweiterbarkeit ist nicht gegeben, keine weiteren Stromanschlüsse für Festplatten. Diese Aussage stimmt nicht. Wir haben hier einmal nochmal SATA und hier noch zwei SATA-Ports. Das heißt, wir haben drei SATA-Ports. Jetzt ist natürlich immer die Frage, hat man genügend SATA-Ports auf dem Mainboard, um was anzuschließen? Man sieht es jetzt vom Winkel gerade nicht richtig, oder? Also wir haben hier nochmal zusätzlich zwei SATAs frei. Wir haben hier neben noch einen SATA-Port frei. Das heißt, wir haben drei Anschlussmöglichkeiten, drei Kabel. Sind super vorbereitet. Wir haben wirklich einen Xilent-Lüfter oben drauf von Xilent. Hätte ich jetzt auch nicht gedacht, dass es verbaut ist. Jetzt hier unten Arbeitsspeicher. Wir haben ein Samsung 16 GB Modul. Ich hätte ja mit 2x8 gerechnet. Jetzt haben wir ein 16er Modul. Ihr habt vier Steckplätze. Das heißt, ihr könntet gegebenenfalls noch drei weitere RAM-Riegel einbauen. Jetzt haben wir hier neben in dem kleinen PCI Express haben wir die WLAN-Karte, wir haben noch nebendran die Möglichkeit, eine weitere Karte einzubauen, PCI Express, müsste dann hier hinten das Blech entfernen, lässt sich von oben abschrauben auf der Rückseite, sieht man jetzt hier gerade nicht, müsste ich die Kamera weiter hier rüberschieben, sieht man das hier außen, ja, hier ist dieser Schraubbereich, aufmachen, dann könnt ihr diese Blende entfernen und anschließen. Was aber echt die Überraschung ist, wo ich nie mit gerechnet hätte, wir haben eine M2 SSD von 512 GB, sogar ein bisschen größer als die angegebene vom Hersteller Fastro MS150. Hätte ich nicht mitgerechnet, muss ich sagen. Die Festplatte, ich sehe ein blaues Label von der Seite, könnte eine WD Blue sein. Ich will sie jetzt nicht rausschrauben, sondern wir werden es ja in der Systemsteuerung auch sehen, was wir für eine drin haben. Also von daher recht aufgeräumtes System. Ihr habt hier oben noch zwei 5¼ Zoll Slots frei, wo ihr was einbauen könntet. Und ja, beziehungsweise doch, oder? Ne, einen haben wir, weil wir haben unten drunter den Card Reader sitzen. Die Grafikkarte, wie vermutet, ohne Stromanschluss, weil der Stecker, der Steckplatz, in dem sie steckt, bis zu 85 Watt Strom leisten kann, sowieso. Wir haben ihn passiv gekühlt und ich könnte mal drauf tippen, dass das System wirklich leise ist. Was mir echt gefällt, ist mit dieser M2 SSD. Also ich würde sagen, ich schalte ihn mal an, richte ihn mal ein und dann werden wir uns das Ganze mal weiter anschauen. Hier ist es ganz schön warm, aber zum Glück nicht im PC. So, Rechner ist aufgebaut, Rechner ist auf diesem Bildschirm hier. Die Einrichtung war recht easy gewesen. Ja, Computer angeschaltet, hochgefahren, er fragt nach Microsoft-Konto, dann könnt ihr halt euer Bestands-Microsoft-Konto nehmen, ihr könnt ein neues Konto nehmen, ihr könnt sagen, weitere Optionen, Offline-Konto zum Beispiel, dann könnt ihr nur mit Benutzernamen und Passwort zum Beispiel euch an diesem PC anmelden. Ansonsten war schon alles eingerichtet. Ich bin dann mal rein in die Systemsteuerung, habe mir Gerätemanager mal nachgeschaut, was eine Festplatte wir haben, weil es hat mich ja mal interessiert und es ist tatsächlich eine WD Blue mit 7200 Umdrehungen. Ansonsten, er zeigt auch den RAM ganz normal an, das Betriebssystem ist aktiviert. Alles easy. Er hat noch bei der Einrichtung, also beim erstmaligen Hochfahren, gefragt, wie willst du dich verbinden gerade? Gib mir einen Netzwerkstecker oder verbinde dich mit dem WLAN, damit die neuesten Microsoft-Updates geladen werden können. Und dann kommt immer diese ganze Abfrage. Möchtest du die Unterstützung nutzen? Möchtest du ausgiebige Testberichte an Microsoft schicken und so weiter? Kann ich euch nur, muss jeder selber entscheiden. Aber ich kann euch den Tipp geben, ihr könnt auch immer sagen, nein, keine Standortdienste, nein, keine Ordnungsdienste und so weiter. Desto weniger wird an Microsoft übergeben.
geben, aber das ist eure Entscheidung, wie ihr das machen wollt. Aber wie gesagt, die Einrichtung war easy peasy. Dann bin ich mal reingegangen in den Gerätemanager, habe mal geschaut, weil uns hat ja interessiert, was eine Festplatte drin verbaut ist. Und es ist eine WD Blue mit 7200 Umdrehungen, wie vermutet. Ich habe das Tool CoreTemp installiert, um mal nach Temperaturen zu schauen. Jetzt haben wir hier, das System ist ja ein Silent-System. Ist es natürlich nicht komplett tonlos, weil wir haben ja keine Wasserkühlung oder sowas in dem Preisbereich hier drin. Und selbst eine Wasserkühlung hat Radiatoren, die man im Normalfall hört. Also von daher kann ich euch sagen, das System ist wirklich leise. Ich habe keine Gehäusevibrationen wahrgenommen. Oft ist es ja wirklich so, man hat die Befürchtung, wenn ein Gehäuse zum Beispiel sehr dünnwandig ist, dann können so Übertragungen von Lüftern, Rotationen etc. kann da dazu führen, dass ihr im Gehäuse so ein Mitschwingen des Gehäuses habt und das dann zu so einem unangenehmen Brummen führt. Haben wir jetzt hier nicht, ist es nicht der Fall. Und das, obwohl die Platte innen drin, auch die herkömmliche 1TB Platte, nicht auf Gummilager gelagert ist, sondern habe ja schon mit befürchtet, dass da irgendwas zu hören ist, aber es ist nicht der Fall. Was gibt es sonst noch zu sagen? Die restlichen Einstellungen stimmen soweit, alles was angeboten wurde. Jetzt mit dem Tool CoreTemp haben wir uns mal die Temperaturen angeschaut. Und zwar sind wir da im Idle ist momentan der Leerlauf im System, haben wir CPU-Temperatur zwischen 27 bis 29 Grad. Was gut ist, der normalerweise im System im Idle alles an Temperaturen bei der CPU von 30 bis 50 Grad im Idle sind absolut normal. Und eine CPU kann aber auch deutlich wärmer werden, wenn die unter Last mal auf 90 Grad oder sowas hochgeht, ist es auch nicht so, dass es nicht sein darf oder so, sondern es ist normal. Ich bin jetzt hingegangen, habe jetzt mal einen Checkdisk und sowas drüber laufen lassen, habe mal den Rechner, mal ein paar Programme, also mit den bescheidenen Mitteln, die wir hier haben, weil wir haben ja kein Benchmark-Tool oder sowas drauf laufen lassen und haben hier eine maximale Temperatur von 48 Grad gemessen, was wirklich gut ist. Ich denke, es gibt sonst nichts großartig zuzusagen, deswegen können wir eigentlich auch schon zum Fazit kommen. Ich bin nämlich hingegangen und habe mal die einzelnen Komponenten des Systems rausgesucht und habe mal versucht über Geizhals, Idalo etc. ein bisschen mal nach den Preisen zu schauen, um zu schauen, sind die 479 Euro gerechtfertigt oder nicht. Aber das werden wir uns einfach mal anschauen. Man darf natürlich eins nicht vergessen, wenn man so einzelne Komponenten bestellt, hat man gegebenenfalls Lieferkosten, man kriegt die nicht alle bei einem Anbieter etc. Und wir kommen in Summe auf 550 Euro. Der Rechner hat ja gekostet 479, das heißt, wir sind hier 70 Euro über dem Gesamtpreis, also wenn man die Einzelkomponenten rechnet, und dann hättet ihr Einzelkomponenten, die weder zusammengebaut sind, noch vorkonfiguriert, noch ist ein Betriebssystem installiert. Und dann kommen wir auch schon zum Fazit an dieser Stelle. Wenn du dich jetzt fragst, Bogi, würdest du dir auch diesen Computer kaufen und nutzen? Ein klares Nein. Wenn du jetzt fragst, was? Da hätte ich jetzt nicht mitgerechnet. Warum würdest du den ja selber nicht nutzen? Ja, Leute, schaut euch mal um. Ich habe ein ganz anderes, oder schaut mal auf meinem Hauptkanal Onkel Bogi vorbei, ich habe eine ganz andere Anforderung. Ich spiele High-End-Titel mit richtig guter Grafik, ich streame die dabei und nehme die noch gleichzeitig auf und das alles auf einem Rechner. Und das ist natürlich eine ganz andere Anforderung allein von der Grafikkarte etc. Also von daher kann man das nicht vergleichen. Wenn du jetzt die Frage anders stellst, würdest du diesen Rechner bei Freunden oder deinen Eltern oder Geschwistern hinstellen? Definitiv. Wenn die Anforderung ist, einen guten Office-PC zu haben, mit dem man ins Internet gehen kann, Office-Anwendungen, andere Programme ausführen kann oder was, das ist ein super PC. Er ist leise, er wird nicht warm und bringt jetzt alles ansonsten auch mit, was man braucht. Große Festplatte, um Daten drauf abzulegen. Und das ist genau der Punkt, weil die Anforderung war ja gewesen bei mir, es soll eine große Festplatte noch drin sein und es wäre schön, wenn eine zusätzliche Grafikkarte wegen den Anschlussmöglichkeiten vorhanden wäre. Wenn wir jetzt mal hingehen und wir würden zum Beispiel die Grafikkarte rausrechnen und auch die weitere Festplatte, dann wären wir nochmal 100 Euro billiger. Dann wäre der Rechner schon ungefähr bei rund 380 Euro. Was der 100 Euro Ersparnis nochmal bedeutet. Von daher müsst ihr einfach mal schauen. Es gibt da sehr viele verschiedene Rechner, die angeboten werden. Und was ich euch anbieten kann, ich kann sogar auch gerne mal hingehen, wenn ihr jetzt reinschreibt, Bogi, was hältst du denn von dem und dem oder so von Ackermann? Kann ich mal eine grobe Einschätzung abgeben. Aber es ist natürlich schwer, eine genaue Schätzung zu geben, weil ihr habt es ja gesehen. Ich habe viele Sachen hier bei dem Rechner anfangs vermutet, aber dann die Gewissheit kam halt erst, oder beziehungsweise auch teilweise Überraschung, kam erst, nachdem wir dann reingeschaut haben, beziehungsweise uns diese einzelnen Komponenten mal genauer angeschaut haben. Was aber auch ganz klar auf der Pro-Seite hier ist, du kannst dieses System, obwohl es eine Speziallösung ist, kannst du es trotzdem erweitern. Du kannst weiteren Arbeitsspeicher reinmachen, du hast Anschlussmöglichkeiten innen drin, eine weitere Festplatte einzubauen, du könntest sogar drei weitere Festplatten genau genommen einbauen.
und hast auch so unten noch mit dem PCI Express Steckplatz auch weitere Aufwertungsmöglichkeiten. Was du hingegen nicht machen kannst, du könntest jetzt nicht hingehen und sagst dir, ich kaufe mir eine RTX 3080, eine riesen Grafikkarte, baller die da rein. Das funktioniert nicht, weil die brauchen ein spezielles Netzteil mit speziellen Steckern. Das könnt ihr hier natürlich nicht anschließen. Aber man sollte nie Äpfel mit Birnen vergleichen. Von daher, was gibt es noch zu sagen? Ich war zum Beispiel positiv überrascht, dass eine M2 SSD verbaut ist. Was ich vorhin vergessen habe einzublenden, beziehungsweise ich habe es vorhin noch vergessen zu testen. Ich habe keinen Lesetest gemacht. Ich habe jetzt mal einfach hier nochmal einen Lesetest durchgeführt. Ich blende euch da mal ein Foto von ein. Und da sehen wir, dass die M2 mit 1500 MB Leseraten im mittleren Bereich der M2 SSDs sind. Aber hingegen, wenn jetzt eine normale intern verbaute SSD im System wäre, dann liegen die bei 500, 600 MB pro Sekunde. Jetzt haben wir hier 1500. Von daher, dadurch, dass ich ja in einem Atemzug nicht mit gerechnet hätte, dass hier eine M2 drin verbaut ist, haben wir auf jeden Fall hier die dreifache Geschwindigkeit. Also das darf man auch nicht vergessen. Und von daher ist es auch nicht wirklich ein teures System. Die Preise sind hochgegangen. Momentan, ihr kriegt es ja mit den Nachrichten, die Chiphersteller kommen nicht nach mit dem Nachliefern und das ist wirklich ein Problem. Und von daher kann ich euch sagen, ist ein solides System. Wenn du darüber ein bisschen mal reden möchtest oder deine Meinung zum Beispiel so sagst, okay, ich habe einen Ackermann-PC, ich bin super zufrieden oder hey, ich habe einen Ackermann-PC, da war alles nur kaputt, der Support war ein Horror, was weiß ich nicht jetzt, ja, einfach mal so dahingesponnen, dann schreibst du mal unten in die Kommentare, lass uns drüber reden. Ansonsten, wenn dir das Ganze gefallen hat, dann würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben freuen. Und wenn du grundsätzlich Interesse an solchen Videos hast, beziehungsweise anderen technischen Videos oder mich mal kontaktieren möchtest, weil du irgendwelche Fragen im technischen Bereich hast oder sowas, dann würde ich mich mega darüber freuen, wenn du meinen Kanal aktivierst. Und wenn du nebendran auch noch dieses Glöckchen aktivierst und dann läutet das auch noch, ja, weil ein neues Video vom Bogi erschienen ist. Und dann würde ich mich freuen, dann würdest du dich freuen und alle sind glücklich. Und damit würde ich mich an dieser Stelle verabschieden. Nochmal danke für deine Zeit. Mach's gut, bis dann. Der Technik-Bogi. Ciao.